Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um netztransparenz.de, die gemeinsame Informationsplattform der vier Übertragungsnetzbetreiber. Denn diese Seite hat ein neues Design bekommen und ist dabei tatsächlich in das voranschreitende 21. Jahrhundert jetzt endlich mal gekommen. Das gucken wir uns mal an. Vor allem sind da ja ein paar interessante Inhalte, die verschiedene von euch auf jeden Fall schon regelmäßig nutzen. Man kann dort zum Beispiel die Umlagen, die aktuell gelten in der Abrechnung, in der Netznutzungsabrechnung zum Beispiel, abrufen, auch die Historie davon. Man kann dort das EEG-Konto abrufen, verschiedene Redispatch-Informationen, die Ausgleichsenergiepreise und so weiter. Also wirklich eine wichtige gemeinsame Informationsplattform und da schauen wir doch mal rein. Es gab Ende September hier eine Presseveröffentlichung, eine allgemeine Information, hey, mehr Transparenz auf netztransparenz.de. Übertragungsnetzbetreiber relaunchen gemeinsame Infoplattformen. Und da wird einfach erklärt, dass man das jetzt hier erweitert hat und es gibt Erklärtexte und Fachwortglossar und das ist für interessierte Laien dann auch verständlich. Naja, schauen wir mal. Wie gesagt, das ist eine gemeinsame Infoplattform der vier Übertragungsnetzbetreiber, deswegen sind auch hier alle vier entsprechend aufgeführt mit Ansprechpartnerinnen. So, wer die alte Seite schon kannte, ne, der erinnert sich, das ist schon ganz schön 90er Jahre gewesen. Es gab oben sehr, sehr platznehmend das Navigationsmenü und dann drunter sehr blockartig, aber eben in alter Blockart die Information aufgeführt, viel Platz an den Seiten, konnte es ein bisschen zoomen, aber das war im Großen und Ganzen nicht mehr zeitgemäß, um das mal so zu sagen. Es wirkte einfach sehr altbacken. Wenn man jetzt so drauf geht, dann sieht man schon, das ist ein relativ modernes Design, ne, relativ normal und auch so ein bisschen ja blogartig. Hier sind so die ersten Infos und hier so Übersichtsdinge und dann so ein paar weitere Beiträge, auf die man dann rüber switchen kann. Also eine relativ normale Unternehmenswebseite, könnte man sogar sagen. Mit auch nochmal einem Navigationsmenü und einem unteren Menü. So. Wenn ich jetzt aber diese Seite nutzen will, um wie immer meinetwegen die Umlagen von irgendwas zu finden oder das EEG-Konto zu finden. Ne? Wo würde ich dann nachschauen? Naja, über uns wahrscheinlich weniger. Da geht es dann um solche Beiträge wie gerade eben, ne? die blogartigen Informationen. Aber dann ja, hier erneuerbare Energien und Umlagen. Wer jetzt die alte Seite kennt, dem wird schon auffallen, früher ist man über das Navigationsmenü-Item so drüber gefahren und dann ist bereits das Untermenü aufgeklappt. Das ist jetzt hier erstmal nicht mehr so. Wenn ich aber klicke, dann klappt das Untermenü auf. Na, also das muss man jetzt hier nochmal extra mit einem Klick erstmal öffnen. Und dann seht ihr schon, okay, hier sind Umlagen, KWKG-Umlage, sonstige Umlagen und auch EEG, alles klar. Also hier habe ich meinen typischen Punkt für die Netznutzungsabrechnungsinformationen, die ich eben hier im Sinne der Umlagen und Abgaben gerne haben möchte. Ne? Wenn ich jetzt hier auf KWKG-Umlage klicke, dann sehe ich hier erstmal eine allgemeine Information und dann hier eine Grafik, die die Höhe über die Jahre hinweg darstellt. Das kann ich dann also für meine Abgleiche zum Beispiel verwenden, wenn ich irgendeine Abrechnungsreklamation zum Beispiel prüfen will. Ne? Und dann wieder Umlagenübersicht, auch die Aufschläge, Umsetzungshilfen, also verschiedene Informationen, wie man sie früher auch schon hier immer gefunden hat. Und so kann man sich dann hier immer weiter runterklicken in die Jahre hin und findet dann verschiedene Hintergrundinformationen und auch die zum Beispiel die Ermittlungs-PDFs und Excel-Sheets, in denen die diversen Berechnungen stecken, die man eben von der Webseite auch kennt. Das passt schon. So, jetzt will ich aber zum Beispiel das EEG-Konto finden. Ne? Das ist ja wichtig, um nachzuvollziehen, wie viel Geld aktuell durch Direktvermarktungen hin und her geschossen wird, auch durch die anderen EEG-Vergütungsansätze und vor allem ja auch durch das Geld, was aus dem Steuersäckel, also dem Bundesregierungsbudget hier noch reingezahlt wird, ist ja immer mal interessant. Also gehe ich wahrscheinlich auf den Teil erneuerbare Energien und Umlagen und dann steht hier jetzt nirgendwo EEG-Konto, also muss ich so ein bisschen versuchen, das zu interpretieren. Ich kann aber auch hier oben auf das Obermenü gehen, EEG, so. Und dann habe ich wieder diese Punkte. Auf den ersten Blick, naja, EEG-Konto könnte in der EEG-Finanzierung stecken. Gehe ich da mal so drauf, ne? Finanzierungsbedarf, Umlagen, Prognosen, Abrechnungen. So richtig ist es das nicht. Hier auch zum Beispiel die Umlagenentwicklung der letzten Jahre, die gibt es ja mittlerweile nicht mehr. Also ist das hier dann auf Null.
bin ich wahrscheinlich nicht ganz richtig. Dann gehe ich hier über diese relativ moderne Breadcrumb-Struktur, ne, kann ich auf das, die vorige Seite oder auf die, die drüber liegende Kategorie wieder zurückgehen. Sehe schon EEG-Abrechnung, ja, okay, besondere Ausgleichsregelung, das ist auch nicht so richtig. Naja, man kann sich das dann langsam also überlegen, es sind Transparenzanforderungen. Das EEG-Konto zu veröffentlichen, ist nämlich eine Pflicht der Übertragungsnetzbetreiber im Sinne von Transparenz für die Öffentlichkeit. Also sehe ich dann schon hier, ah ja, EEG-Kontenübersicht, hier bin ich dann richtig. Was mich persönlich ein bisschen nervt in diesem Redesign, ist, dass hier zum Beispiel diese Seiten-Item Strompreisbremse dauerhaft da ist. Das springt dann zwar so ein bisschen nach oben, aber wenn ich mich damit nicht auseinandersetzen will, dann muss ich trotzdem dauerhaft hier dieses Item auf meiner Seite haben. Und das finde ich persönlich ein bisschen unsinnig für so eine breit aufgestellte Informationswebseite. Ne? Es gibt auch immer Möglichkeiten, sowas dann wieder auszublenden. Da müsste man das halt entsprechend mal aufbereiten. Aber naja, es ist ja jetzt auch der erste Relaunch in diesem Sinne. Kann man mitleben. So, EEG-Kontenübersicht. Und dann sehe ich hier auch schon, ne, Mechanismus der Berechnung, Übersicht der Einnahme- und Ausgabeposition, also was wird überhaupt genommen, um das EEG-Konto zu berechnen. Weitere Infos und dann die aktuellen Daten zu den Einnahmen- und Ausgabenpositionen. Das kann ich dann zum Beispiel öffnen und sehe dann hier das gewohnte EEG-Konto, wie wir es ja hier auf der Webseite schon, hier auf dem YouTube-Kanal schon das ein oder andere mal gezeigt haben, damals auch auf der alten Webseite von netztransparenz.de. Also da könnt ihr auch noch mal reinschauen, wie das früher aussah. Wirklich nicht zu vergleichen. Nur dann seht ihr hier immer die entsprechenden Einnahmen- und Ausgabenpositionen und unten dann auch das Saldo, wo man dann sehen kann, wo man jeweils steckt und dann auch praktisch der Kontostand. Man sieht, naja, das ist schon deutlich weniger geworden. Also hier 10 Milliarden sind über das halbe Jahr entsprechend abgeschmelzt. Weil hier im Moment wirklich viele Ausgabenpositionen zu finden sind. Aber das kann man ein anderes Mal vielleicht nochmal genauer auseinandernehmen. So. Also wie gesagt, man findet die Infos so an sich schon noch ganz gut. In Zweifel ist hier oben mit der Suche das tatsächlich auch aufzufinden. Dann geht man auf die Seite und dann sieht man ja hier wieder diese Breadcrumb-Struktur. Also es nennt sich Breadcrumb, Brotkrumen. Das sind dann immer diese, ich sag mal, Kategorie Seiten immer weiter nach unten gehend innerhalb der Webseitenstruktur. Das geht dann schon, dann findet man, wo man innerhalb der Menüstruktur liegt. Genauso der Rest, ne, Regelenergie, wo ich dann auch zum Beispiel auf den Ausgangsenergiepreis eingehen kann, wo man die verschiedenen Infos zum REBAP oder der Berechnung zum Beispiel des Netzregelverbunds, Saldos gehen kann, was sehr wichtig ist für die, die sich mit Regelenergie und Ausgleichsenergie auseinandersetzen, also mit den Eingriffsmechanismen, um die Stromnetzsituation zu stabilisieren, praktisch in Echtzeit und dann nachher die Verantwortlichen eben auch mit einem Preis zu versehen, damit die Kosten dann tragen können. Infos zu erstattbaren Lasten, ne, die gute alte Abla-Umlage und so weiter. Also hier ist nochmal relativ viel an Kram. Systemdienstleistungen sind ja dann wieder die gesamten Mechanismen, um die Betriebsführung aufrechtzuerhalten oder die Netzinfrastruktur zu stabilisieren, ne, wo man auch auf diese Sachen wieder weiterklicken könnte. Strommarktdesign, da haben wir dann auch vor allem die europäischen Informationen, diese ganzen diversen Verordnungen und Co. Das ist dann schon wieder ein bisschen, ich sag mal, Nischenthema, aber muss natürlich auch hier gefunden werden. Wer sich ein bisschen weiter reinlesen will, der muss halt einmal ganz runter scrollen und dann seht ihr hier unten das Glossar und auch ein FAQ. Glossar finde ich ein bisschen schwach, ehrlich gesagt, weil wenn ich jetzt meinetwegen hier auf IGCC gehe, dann steht da, dass das die International Grid Control Corporation ist. Und das war's. Ich kann jetzt hier dann direkt die Suche starten, um dann vielleicht eine andere Seite dazu zu finden. Aber einfach nochmal so einen einordnenden Satz finde ich in dem Glossar eigentlich immer ganz gut, wenn es um solche Begriffe geht. Wie meinen wir auch hier, ne? ÜNB, da steht hier Übertragungsnetzbetreiber. Ja, okay, könnte mehr sein. Was ich relativ gut finde, ist das FAQ. Hier haben wir dann meinetwegen jetzt EEG-Bereich einfach verschiedene Erklärungen, ne, so mit typischen Fragen, EEG-Umlage, wieso sind keine Daten zur Höhe der EEG-Umlage vor dem Jahr 2010 hinterlegt? Und dann ist das hier einmal erklärt. Und das eben zu ganz vielen verschiedenen Aspekten, auch eher, wie gesagt, hier in den anderen Themenbereichen, wenn wir hier in NWG, also ich finde das gut. Das ist wirklich eine schöne Transparenz-Geschichte, die auf diese Seite auch gehört. Und insoweit habt ihr hier Möglichkeiten, euch damit auseinanderzusetzen.
Wer das Ganze noch etwas technischer übernehmen möchte, ne, der kann sich für diese API auch anmelden und dann zum Beispiel die Kosten oder Entgeltentwicklungen wie beim Rebab und so abgreifen zu können. Der kann sich hier registrieren als Marktrolle und dann eben auch zum Beispiel auf diese Daten zugreifen. Also das ist alles, wie ich finde, jetzt relativ gut gelöst. Das ist eine übersichtliche Seite, aber man muss sich halt schon dran gewöhnen, wenn man, wie gesagt, zum Beispiel zum EEG-Konto kommen will, dann muss man eben erstmal ein bisschen weiter nachdenken und eben auf die Transparenzanforderungen gehen oder von vornherein die Suche benutzen. Insgesamt ist es aber eine schöne Geschichte. Die Seite ist jetzt deutlich, deutlich moderner als in der alten Variante und insoweit finde ich das als jemand, der mit solchen öffentlichen Informationen auch viel arbeiten muss, definitiv hilfreich. Okay, soweit erstmal dazu. Habt ihr irgendwelche Erfahrungen mit der Webseite schon mal gemacht oder was sucht ihr typischerweise hier drauf? Gerne mal unten in die Kommentare packen, da kann ich vielleicht auf die ein oder anderen Themen auch nochmal genauer eingehen in irgendwelchen Folgevideos, wie zum Beispiel zum aktuellen Stand und Entwicklung des EEG-Kontos, machen wir bestimmt auch nochmal was. Und ansonsten wie immer, like das Video, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr auch die nächsten Videos nicht verpasst. Und wie immer, bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.